Dieser Mann hat nicht nur einen Koffer in Berlin. Er genießt Heimatrecht an der Spree. Karl Mildenberger, Deutschlands Schwergewichtshoffnung, der Berufsboxer. Heute eingetroffen zu seinem internationalen Hauptkampf am kommenden Sonnabend gegen Archie McBride. Den Amerikaner haben wir Ihnen gestern im Training vorgestellt. Mildenberger hat seine Vorbereitungen schon abgeschlossen und kann sich auf das Auspacken beschränken. Hoffen wir, dass Archie McBride ihn am Sonnabend nicht einpackt. Den Smoking für die Siegesfeier hat der sympathische Pfälzer nicht mitgebracht, wohl aber die vorgeschriebenen zwei Hosen zur Auswahl der Delegierten. Karl der Große ist blendend in Schuss und weiß, was die Glocke geschlagen hat. Dass er die wichtige Begegnung gegen Archie McBride nicht verschläft, dafür sorgt sein Trainer und Manager Bruno Müller. Lockerungsübungen helfen die im Bad Sodener Trainingscamp erworbene Form konservieren. Locker und schnell muss der 1,87 Meter große Rechtsausleger auch sein, um sich den ständig die Halbdistanz suchenden Amerikaner vom Leibe zu halten. Nach Siegen über Alonzo Johnson und Joe Bygraves trifft Karl Mildenberger mit Archie McBride auf seinen bisher stärksten Widersacher in seinem Comeback nach der Niederlage gegen Richardson. Mildenberger weiß, worauf es in Berlin ankommt. Vom Ausgang dieser Begegnung hängt seine weitere Karriere ab.